So, und schon geht's weiter bei Pokémon Schwarz 2. Wir haben hier auf Route 5 meines Wissens nachgestoppt und hatten gerade Charles, den verliebten Trainer, besiegt. Gott, das sind erst 5 Minuten vergangen und ich habe den Namen schon vergessen. Der verliebte Motorradfahrer, auch genannt Charles, besiegt und jetzt werden wir hier einen Doppelkampf ausführen. Nach einem Footballspiel möchte ich auch immer etwas Dampf ablassen. Beim heftigen Match muss man umso heftiger anfeuern. Ah, okay. Cheerleader! Eine Herausforderung von Cheerleader Liz und Alia. Anhänger, was ist das denn für eine Scheiße? Pikachu und Pikachu werden in den Kampf geschickt. Ja, das könnte ich auch machen, mache ich aber nicht. Gut, dann werden wir jetzt... Ja, ich möchte nicht immer Rückkehr einsetzen, deswegen werden wir Ruckzucki, Biss und Rückkehr einsetzen, um erstmal einen Pikachu rauszuhauen. Sehr schön und tschüss. Bye, bye, bye. Okay. So, Sternschauer, sehr schön. Ja. Okay. Und dasselbe nochmal. Nein, wir werden Ruckzuckhieb und Rückkehr einsetzen. Um mal... Oh nein, nicht auf das Leere. Egal. So. Bam und Rückkehr und du bist tot. Hast du mich verstanden? Na also. Okay, so langsam wird Miss Vladi endlich mal stärker durch Rückkehr. Das halt eben eine normale Attacke ist. Ach, die Niederlage war so deutlich. Ich brauche was Erfrischendes. Dabei haben wir doch so mitgefiebert. Oh, ja, und jetzt gibt mir schön Geld. Danke sehr. Bye bye. Und du da? Die Zugbrücke wird hochgezogen, wenn Schiffe passieren wollen. Die Pokémon, die auf der Brücke eine Pause machen, fliegen dann sofort davon. Ich habe aber leider gar kein Fliegen. Also ich habe Fliegen schon, aber ich kann es niemandem beibringen. Da war was. Kraftfeder. Was ist das? Was ist Kraftfeder? Das hört sich so interessant an. Hier wahrscheinlich. Nein. Hier? Wo ist das denn jetzt? Da nicht? Hier etwa? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh doch. Schenkt mal einem Pokémon dieses Item, wird dessen Angriff wird dauerhaft einsetzen. Wer soll mehr Kraft haben? Wird der Angriff erhöht? Ich weiß, dass Miss Vladi physische Attacken macht. Bricks macht... Obwohl, ist Angriff, dann ist meinen sie nicht spezial, ne? Ja, dann kriegt Miss Vladi das. Jetzt vielleicht auch aufheben können für stärkere Pokémon, aber da ich ja eh auslose, kriege ich ja nicht so wirklich andere Pokémon. Hallo! Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémons ab. Seine Federn gleiten anschließend sachte zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Eine neue Festival-Mission. Federn auf der Zugbrücke. Da. Wow, das ist ja voll das Geile hier. Ich kann Genie-Feder, das wird bestimmt den Spezialangriff, also den Intelligenzwert, erhöhen. Das ist ja mal geil. Hallo, ich kann hier total viel meine Angriff, Spezialangriffe dauerhaft erhöht. Sehr schön. Bekommt jetzt erst einmal, Charlie. Nein, Bricks, weil er auf jeden Fall noch Spezialangriffs-Dinger lernen wird. Hat er zwar noch nicht, aber er wird sicherlich noch Psychokinese und sowas lernen. Kommt noch einer. Da! Esprit-Feder gefunden. Es kommt gar keinen Kampf, wenn man die aufhebt. Es steht nur Feder an. Spezialverteidigung wird dauerhaft erhöht. So, die beiden hatten schon was, dann kriegt jetzt Charlie das mal. So. Geht das jetzt dauerhaft so weiter, wenn ich hier rumlaufe, oder wie? Da war irgendwo was. Da. Schon wieder Kraft. Okay, ich sollte aufhören, das zu machen. Nicht, dass ich die ganze Zeit, Das muss ja irgendeinen Nebeneffekt haben, oder nicht?
Gleich nochmal, Miss Vladi. Okay, ich höre jetzt auf hiermit. Ich kann ja nicht die ganze Zeit hier sowas spammen. Maria City ist berühmt für diese Zugbrücke, für das Pokémon World Tournament und für den verliebten Mann, Charles. Aha. Okay. Hier war was. Irgendwo. Wo? 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 Ich seh's nicht. Hier ist gar nichts. Wie fies. Hier muss irgendwo einer rumfliegen. Hallo? Egal, okay. Die Maria-Zugbrücke wird auch Glurak-Brücke genannt, weil sie so aussieht wie ein Glurak, wenn sie hochgezogen ist. Ich habe allerdings noch nie einen Glurak gesehen. Also weiß ich nicht, ob das stimmt. Okay. Ganz schön lang. Gut. Okay. Ah, jetzt ist die Ende. Okay, bin ich zu schwach, dann werde ich definitiv nochmal hier hinkommen. Wir haben eine Stadt erreicht, Maria City. Willkommen in Maria City. Hallo, hallo, hallo. Eine Brücke verbindet entfernte Orte miteinander und Pokémon-Kämpfe und Pokémon-Tauschaktionen verbinden verschiedene Menschen miteinander. Das heißt auch, dass Pokémon-Brücken zwischen den Menschen sind, oder? Das ist mir so hoch. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist ganz der Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Glurak-Brücke genannt. Aha. Okay, das war die Stadt, oder wie? Da, Team Plasma und ein anderer Typ. Los, lass uns wieder Pokémon stehlen, so wie früher. Das hat doch Spaß gemacht. Das geht nicht. Ich habe auf der harten Tour gelernt, dass man nicht stehlen darf. Ach, hör auch auf. Es ist zu spät, um plötzlich Gesetzestreuen zu geben. Pam. Die Leute verstehen unsere Haare und Motive nicht und behaupten, wir seien Ganoven, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Nein, ich nehme auf. Selbst wenn Team Plasma verlässt, sind sie unfreundlich zu dir. Das kannst du genauso mit uns Pokémon stehlen und die Welt erobern. Dann werden sich die Leute, die jetzt gemein zu dir sind, von dir niederwerfen und dir ständig sagen, wie toll du bist. Ex-Team Plasma? Achso. Nee. Das würde Meister N traurig machen. Das kann ich nicht tun. N. Der König von Team Plasma, dass ich nicht lache. Er ist nichts weiter als ein Verräter. Der Kerl hat uns im Stich gelassen und ist einfach irgendwohin verschwunden. Als wir ihn am nötigsten brauchten. Hey. Hey, hey. Wer ist das? Ah, Wario. Hey. Pam, voll in die Fresse. Fang an zu reden, du Halunke von Team Plasma. Autsch. Was soll das, du Kleiner? Ach Mist, wir wurden ja extra gesagt, dass ich keine Ärger machen soll. Ich mach dich beim nächsten Mal fertig. Denkst du etwa, ich lass dich entkommen? Hey, stehen bleiben. Ist schon okay. Er ist ein Freund von mir aus meinen Zeiten bei Team Plasma. Aber vor 2 Jahren hat sich das Team aufgespalten. In diejenigen, die Endfolgen gefolgt sind, um die Pokémon zu retten. Und diejenigen, die mit Sages... Mit Jesus, heißt es? Das weiß ich noch. Ich habe Schwarz kurzzeitig angespielt. Die mit Jesus die Welt erobern wollten. Ach, den Rest kann ich in unserem Haus erzählen. Er steht auf dem Hügel neben der Pokémon-Arena. Oh, die haben eine Pokémon-Arena. Sehr schön. Vor einiger Zeit hat mir Team Plasma mein Pokémon gestohlen. Später habe ich es aber wiederbekommen. Ach, das ist nett. Schön für dich. Okay, Maria City, benannt nach dem großen Meer. Wir gehen mal hier rein. Ist das das Haus von dem Typen? Hm, wahrscheinlich nicht, aber egal. Oh, du hast ja einen Pokédex. Sag du mir, wie viele verschiedene Pokémon hast du bisher gesehen, was auch immer. Oh, du hast die magische Grenze von 70, also bereits überschritten. Hier, das ist mir eine Belohnung wert. Ich habe Seegesang erhalten. Ein Pokémon, das Seegesang trägt, regeneriert im Kampf einige seiner KP, wenn es dem Gegner Schaden zufügt. Aber davon mal ganz abgesehen, du zeigst dein Pokémon doch hoffentlich, Pokédex doch hoffentlich regelmäßig der Professorin. Ja. Ich habe im Pokémon-Freund-Artikel ein... Was? Ich habe im Pokémon-Freund einen sehr interessanten... Ich kann nicht mal lesen. Hältst du die L-Attacke gedrückt, während du eine Attacke wählst, erhältst du eine ausführliche Erklärung ihrer Wirkungsweise. Hast du das gewusst? Nö.
Besiegt ein Pokémon einen Gegner, der stärker ist als es selbst, erhält es dafür mehr Erfahrungspunkte als üblich. Hallo. Willkommen im Grand Motel Hotel Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht dienen, aber das sollte dich nicht davon abhalten, bei uns ein bisschen zu entspannen. Okay. Wir gucken uns mal das Hotel an. Oh, die haben aber viele Stücke. 13, 18. Okay. Hallo. Hier ist doch ein freies Zimmer. Wollen die mich verarschen? Oh, der Bomberman. Und zwei Kinder. Hallo, Bomberman. Kaum im Ausland angekommen, werden auch schon Pokémon getauscht. Bravo. Kinder sind ja so herrlich unkompliziert darin, neue Freundschaften zu knüpfen. Toll, dank Drahtlosverbindung können wir auch auf Distanz Pokémon tauschen. Bitte, kümmere dich gut um das Pokémon. Immerhin habe ich es damals getauft und ein Item habe ich ihm auch mitgegeben. Warum tauft man seine Pokémon? Also, würde ich ja nicht machen. Okay, und ab ins 18. Stock, da sehen wir schon eine Frau mit einer Haarspange. Sowie eine Frau mit einer Locke. Maria City, wie ich es in Erinnerung habe, hatte so einen herrlich herben Charme. Na, Wahnsinn. Hihi, stetige Veränderung ist wichtig. Aber noch wichtiger dabei ist doch, dass man sich im Kern treu bleibt. Nimm nur die Pokémon als Beispiel. Sie entwickeln sich zwar weiter, behalten aber ihr wahres Wesen bei. Aha. Nanu, das Pokémon hat ja was im Maul. Teriro-Beere, ja, ist glaube ich schon Essen von Pokémon. Milza! Ganz schnell abhauen, bevor die es merken. So, okay, das war das Hotel anscheinend. Bis jetzt zumindest. Eventuell geht das ja nochmal ein bisschen höher. Oder niedriger. In die ersten Stockwerke, wer weiß. Gut. Damit haben wir schon mal ein bisschen von Maria City abgeklappert. Aber ich sehe auch schon wieder, dass die Stadt dann doch relativ groß ist. So, hier ist der Hügel. Das heißt, hier ist irgendwo das Haus von dem Typen. Da, genau. Was machst du hier? Wir haben angefangen, eine Abkürzung zum Wendelberg zu graben. Das wird aber noch eine Weile dauern. Die Buddelei ist ganz schön anstrengend. Ah, okay, da darf ich noch nicht hin. Ja, okay. Gut. Erstmal gucken, wie groß die Stadt ungefähr ist. Oh, fucking Scheißdreck. Ist die mal wieder groß? Pokémon-Arena? Was haben wir hier? Okay, hier geht's raus aus der Stadt. Weiß ich schon mal, wo ich hin muss, nachdem ich hier alles geschafft habe. So, hier haben wir dann noch ein Haus. Mehrere Leute am rumlaufen. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Obstladen. Marktplatz von Maria. Und das hier ist was? Obwohl ich Tiefkühlcontainer jeden Tag gesehen habe, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie sie aussahen. Okay, wir gehen mal hier rein. Noch ein Hotel? Und mich verarschen? Welche Attacken ein Pokémon lernen kann, hängt ganz davon ab, welche Art es angehört. Ah, das ist aber nett, dass du die extra die Mühe machst, mich zu besuchen. Du bist ein Pokémon-Trainer, nicht wahr? Hey, das ist doch ein Pokédex. Klasse. Darf ich dich vielleicht mal um meine kleinen Gefallen bitten? Ja. Ich möchte ein Pokémon sehen, das über die Attacke Blitz verfügt. Danke schon mal im Voraus. Da kann ich dir das nicht zeigen. Von mir kann keiner blitzen, ne? Nee. Haben die noch Zimmer frei? Willkommen im Hotel Donkey Kong, Dance Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht dienen, aber das sollte dich nicht davon abhalten, bei uns ein wenig zu entspannen, ja. Hat die andere auch schon gesagt. So, der hat das 18. und das 22. Warum auch immer. Hallo. Neue Bekanntschaften bringen oft Freude, aber auch Leid mit sich. Glaub mir. Am Anfang schmerzt man noch über alles, aber aus Spaß kann schnell ernst werden. Ach, aber hör am besten nicht auf mich. Okay, dann hättest du es mir auch nicht sagen sollen. Camilla, die hässliche Arenaleiterin von Rayon City, hat ein furchtbares Gesicht. Ein beliebtes Kackfressengesicht. Da hat man es echt nicht leicht. Ja, ich hasse Camilla.
Vor 3 Jahren hat mir Team Plasma die Augen geöffnet und ich habe Abschied von meinen geliebten Pokémon genommen. Seitdem lebe ich allein in einem Hotel. Manchmal fühle ich mich schon etwas einsam, aber so ist es wohl besser. Ich lebe ja nicht mehr ewig und will nicht, dass meine Pokémon um mich trauern müssen. Hallo? Vielleicht lässt du dir dann einfach für immer einen Pokéball und dann merken die das gar nicht? So würde ich es zumindest machen. So, da ist ein Pokémon und mehrere Menschen. Oh, welch überraschender Besuch. Hier, das schenke ich dir. Ewigstein. Ah, das ist das zum nicht entwickeln, ne? Ja. Der Ewigstein ist, glaube ich, dann entwickelt sich das Pokémon nicht. Obwohl ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Deswegen gucken wir lieber nochmal nach. Da. Genau, bewegt einen Entwicklungsstopp. Na, das möchten wir ja gar nicht. Flunschig, Sodamark, meine geliebten Pokémon, ruht euch heute richtig aus. Hallo. Mark. Dummiesel. Ah, ne, doch nicht. Ist kein Dummiesel? Sieht so aus. Teilweise zumindest. Gut, okay, also die Hotels sind relativ langweilig. Ich habe das Gefühl, dass da eventuell noch irgendwie was passieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die solche Hotels reinbauen, ohne dass es irgendwas bringt. Vor allem ist es ja nicht unbedingt die größte Stadt, die unbedingt 2 Hotels brauchen würde. Ah, okay, hier geht's auch raus. Du musst dich leider noch gedulden. Das Pokémon World Tournament öffnet zwar schon sehr bald seine Pforten, aber noch müssen ein paar letzte Vorbereitungen getroffen werden. Ah, du bist ja gar nicht im Besitz des Ordens von Maria City. Wie wär's, wenn du erstmal dein Glück in der Arena versuchst, um dir die Wartezeit zu verkürzen? Also ehrlich gesagt will ich gar nicht in die Arena, weil ich sowieso wieder verlieren werde. Hallo. Wenn du wegdrückst, kannst du die Items in deinem Beutel neu anordnen. Gut, wir gehen ins Pokémon Center. Wie spät haben wir es? 32. Ja, okay. Dann werden wir jetzt erst zu diesem komischen Typen gehen. Ich wollte sagen, wir gehen erst in die Arena. Nein. Wir werden erst zu diesem Typen gehen. Und dann gucken wir mal weiter. So. Weil die Arena, da habe ich irgendwie noch gar keine Lust drauf. Ich verliere ja sowieso. Ach, jetzt. Weiser Rubius, das ist der Trainer, von dem ich erzählt habe. Weiser. Hier, hier drüben. Oh, du interessierst dich also für Team Plasma. Wenn du dir anhörst, was er jetzt zu sagen hat, wirst du vielleicht verstehen. Werter Gast, es tut mir leid, aber bevor ich dich ins Haus lasse, möchte ich sehen, was du für ein Trainer bist. Bist du mit einem Pokémon-Kampf einverstanden? Ja. Also dann. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Weiser Rubius. Sende Terrybark in den Kampf. Level 30. Ding, ding, ding. Ja, ja. Okay. Rückkehr. Pam. Voll in die Fresse. Oh, immer diese dämlichen Pokémon mit Kraftschub. Hab mich schon in der ersten Generation genervt bei Kleinstein. Ein Igla, ein Igla, ein Igla. Immer dasselbe. Aber ich werde dich vorher töten, bevor du überhaupt angreifen kannst. Du dämliches... Oh, Kacke. Das ist sehr effektiv. Warum? Nur weil ich ein Psycho-Pokémon bin? Das ist ja wohl unfair. Oh, oh. Komm, komm. Nein, Brix, warum? Du willst ja wohl noch etwas aushalten können. Gut. Dann kommt jetzt Janis rein, damit er auch Level 33 erhält. So. Und machst du Blättertanz. Wow, ich bin schneller als dieser flinke Hund. Das ist doch schon mal was. Da, 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 Level 33. Bam, bam. Flettiamo. Hört sich wie ein Flug-Pokémon an, deswegen wechseln wir zu Miss Vladi. Mal sehen, ob es wirklich ein Flug-Pokémon ist.
Sag ich ja, wusste es doch. Hypnose. Schlafe ein, mein Kind. Schlafe ein, geschwind. Schlafe ein, dann wirst du sehen. Schlafe ein, ich werde kacken gehen. Okay, er schläft weiter und ist sofort tot. Also der Weise war jetzt ja wohl richtig scheiße. Sehr schön, Level 34. Aha. Dein Kampfstil zeigt, wie sehr du... was auch immer. Vergib mir, dass ich so getan habe, als würde ich dich testen. Als ehemalige Mitglieder von Team Plasma müssen wir stets vorsichtig sein. Er ist davongekommen. Und wer ist das? Ein Freund von dir? Dann kann er mitkommen. Sieht aus wie so eine Kirche. Von außen zumindest. Ich stelle mich noch einmal vor. Mein Name ist Rubius. Warte, ihr gehört doch auch zu Team Plasma, oder? Was unterscheidet euch vom Übeltäter von vorhin? Wir gehörten mal zu Team Plasma. Um unsere Taten von vor 2 Jahren wieder gut zu machen, kümmern wir uns um die Pokémon, die von ihren Besitzern getrennt wurden. Und wer bist du? Ich bin Wario aus Aventura City. Ich bin der beklagenswerte Trainer, der euch vom Team Plasma vor 5 Jahren nicht aufhalten konnte. Als ihr das geliebte Pokémon seiner kleinen Schwester gestohlen habt. Und was soll das heißen, die von ihrem Besitzer getrennt wurden? Ihr seid doch diejenigen, die sie geraubt haben. Ach so, ich verstehe. Es tut mir aufrichtig leid. Ach, mein Hals. Eine lausige Entschuldigung, ist das alles? Und du denkst, damit ist es getan? Was ist mit dem Pokémon meiner Schwester? Wo ist es? Wo ist Feelilu? Wo? Das Pokémon, von dem du sprichst, ist nicht hier. Ich vermute, Team Plasma benutzt es immer noch für seine eigenen Zwecke. Und es ist, wie du sagst, eine läppische Entschuldigung. Macht die Sache nicht besser. Aber seine Schuld einzugestehen und sich zu entschuldigen, ist der erste Schritt zur Besserung. Lass es einfach. Was nützt mir deine Entschuldigung, wenn das Pokémon meiner Schwester nicht hier ist? Mario, ich gehe zur Pokémon-Arena. Ich werde noch stärker und dann werde ich jedes einzelne Mitglied von Team Plasma fertig machen. Der ist aber wütend. Oh, wegen Team Plasma gibt es solche Trainer wie ihn. Das betrübt mich immer wieder. Was waren wir doch für Narren. Wie du siehst, kann ich dir nicht zum Dank anbieten, Mario. Vielmehr möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du dich bitte um dieses Pokémon, um das kleine Zorua kümmern? Ja. Oh, vielen Dank. Ein Zoroa. Das ist doch die Vorentwicklung von Zoroark, ne? Ich meine. Dieses Zoroa war N, ein treuer Freund. Er hat sich während seiner Reisen immer auf es verlassen können. Aha. Scheiße, ich muss die Pokémon auf die Box legen. Mal gucken. Bericht, Zoroa, Unlicht. Kratzfurie, Finte, Verhöhner, Gemasse. Schrecklich. Gut, machen wir das. Hallo. Wuff. Wir kümmern uns um die Pokémon, deren früheren Besitzer wir nicht ausfindig machen konnten. Ich weiß, dass wir das nur um unseren Willen tun, aber so können wir wenigstens ein bisschen von dem wiedergutmachen, was wir angerichtet haben. Hallo. Team Plasma ist eine Organisation, die von einem Mann namens Jesus gegründet wurde, um die Herrschaft über die Einallregion zu erlangen. Zu dem Zweck hat er einen Jugendlichen namens N unter seine Fittiche genommen. N war ein sehr sonderbarer Junge, den man das Pokémon-Kind nannte. N war ein Weise. Es heißt, dass er gleich nach seiner Geburt ein Verhalten gezeigt hat, das nahelegte, dass er mit dem Pokémon sprechen kann. Deswegen war er den meisten Leuten unheimlich. Jesus wollte ihn aufgelesen haben, als N zusammen mit Flampiavan und Zoroa im Wald lebte. Wir sind ebenfalls Waisen, die Jesus aufgenommen hat, damit wir uns um N kümmern. Hallo. Dieses Nagelotz hat mich ins Herz geschlossen. Deswegen werde ich es auch wie ein Freund behandeln und nicht wie ein Werkzeug. Aha.
Okay. Hallo. Hier leben ein paar ehemalige Mitglieder von Team Plasma. Ich mache mir Sorgen, dass sie wieder das Böses anstellen könnten. Ach, ich glaube nicht. Aber wir müssen erstmal ins Pokémon Center, um Bricks wieder zu beleben. So, dann einmal bitte heilen. Einmal bitte heilen. Da 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 da. Danke sehr. Dann gehen wir jetzt noch einkaufen und ich würde sagen, dann geht die Pokémon-Arena los. Viel mehr gibt es hier ja nicht mehr. Ah, das war doch richtig. Ja. Ich dachte, das wäre eine Pokébälle. Gut, erstmal Beleber brauchen wir. Wir haben jetzt zum Glück Opfer-Pokémon, zwei Stück dabei. Mit denen werde ich natürlich nicht kämpfen, sondern die sind dann da zum Heilen. Die lasse ich da jetzt einfach drin. Weil ich keinen Bock habe, die auf der Bank zu packen. Obwohl doch, ich packe die auf der Bank. Ich will nur mit meinen Pokémon kämpfen. Und nochmal drei. So. Dann habe ich noch ein paar Limonaden. Habe ich auch noch. Von daher kommen jetzt noch so ein paar. Na, ich habe das Stratos-Eis. Na komm, machen wir noch ein paar Supertränke. So diese kleinen Heilteile. Weil es mal kleine Heilung bedarf. So fünf. Okay. Ach komm, und Hypertränke kann man später im Verlauf immer gut gebrauchen. Weil die hat 200 heilen, daher können wir auch gleich ein paar mehr holen. Ja, sehr schön. Wir wollen noch vier weitere kaufen. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Dann noch in dieses Haus hier rein. Da waren wir noch nicht. Noch ein Hotel? Was? Ja, der redet mir nur über Käferbären und so. Willkommen im Hotel Prima Vista Maria. Wir sind leider vollkommen ausgebucht, aber wir wünschen dir trotzdem einen angenehmen Aufenthalt. Oh, die hat was anderes gesagt. Nein. Dieses Hotel werde ich jetzt nicht noch erkunden. Wir reden jetzt noch mit dieser rosahaarigen Frau, die hier rumläuft. Ich bin der... Ach, da ist der verliebte Mann. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich will meine Angebetete unbedingt beeindrucken und habe daher eine neue Form des Pokémon-Kampfes gelernt. Es handelt sich um den Dreierkampf. Willst du wissen, worum es dabei geht? Ich weiß, was der Dreierkampf ist. Ja, okay, dann erklär's mir kurz. Drei Pokémon gleichzeitig, ja. Ja, komm. Den Dreierkampf machen wir jetzt. Da, 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 da. Welche drei Pokémon habe ich überhaupt vorne? Schon wieder dieselben? Oh, aber die sind, glaube ich, stärker geworden. Vorher hatten sie Level nur Level 26. Bricks ist dran, ne? Bricks macht Rückkehr auf Flap, was auch immer. Macht Rückkehr auf, was auch immer. Und Charlie macht Aquavelle auf Simvolvaria, oder wie das da auch ausgesprochen wird. Was ist das denn? Rundumschutz? Oh, sieht trotzdem was ab. Das ist doch schon mal super. Ja, war nicht effektiv, aber trotzdem tot. Sehr schön. So, und jetzt Aquavelle oder was habe ich hier? Aquavelle habe ich gemacht. Auf das komische Vogelfieh. Bäder bam bam. Und er ist verwirrt. Los, verletz dich selber. Danke sehr. Gut, und jetzt werden wir den ganzen den Rest geben. Auf Simvolvaria. Auf das andere Galapfloss. Und auf Galapfloss. Pam, du bist tot. Danke sehr. So, und jetzt noch zwei Attacken auf das eine Ding und dann bist du auch tot. Oh, ein Level. Bricks erreicht Level 32. Sehr schön. Dim, dim, dim. Bada bam. Was? Warum? Ach, es ist ein Stein-Pokémon, ne? Steinwasser. Das bedeutet, Pflanze wäre da sehr, sehr gut gegen. Weil, wäre doppelt effektiv quasi.
Hätte ich eventuell machen sollen. Allerdings ist jetzt auch egal, jetzt können wir genauso gut einfach angreifen. So, und Zerschneider. Eine normale Attacke, egal. Egal. Der ist jetzt eh hinüber, hoffe ich mal. Zweimal Unlicht. Irgendwas ist fehlgeschlagen. So, aber egal, er ist tot. Das reicht. Naja. Sehr schön. Bleifuß Charles, man nennt mich Charles. Man nennt mich den Verliebten. Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Wie nennt man, hat er noch was Neues rausgefunden? Hallo, red mit mir, red mit mir. Ich bin der verliebte Mann, nenn mich Charles. Okay, nee. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Pokémon Center. Und ich beende den Part hier und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Arena-Orden bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann einen Daumen nach oben. Und dann sage ich bye bye und ciao!